Na, hallo und willkommen bei Alter Sack im Tiefenrausch oder Subnautica. Ja, ihr Lieben, ich habe noch so ein bisschen aufgeräumt, umgeräumt. Gemacht, getan. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Schmeiß mal einen Kaffee an. Ich habe diese Wasserfiltrieranlage, also die kurz genannt Filteranlage, habe ich hingesetzt und musste erschreckt feststellen. Completed. Ah, das ist cool. Und musste unglaublich erschreckt feststellen, dass die total viel Saft saugt. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, wie das jetzt aussieht. Also die Solarpanels, die ich hier angebracht habe, die haben ja jetzt nur eine gewisse Leistung, ne? Das kann ich ja nirgendwo ersehen. Ich habe jetzt hier nirgendwo einen Bordcomputer, bei dem ich sagen könnte, hey, Computer, wie viel Energie bekomme ich denn gerade? Wie viel Energie verbrauche ich denn? Ich bekomme halt hier nur die Anzeige, dass die Energie geladen wird. 400 noch was von 700. Und ich müsste mal ausprobieren, ob sich die 700, also die Kapazität der Ladung oder die Ladekapazität, boah, ich hab's heute wirklich, also entschuldigt, aber ich hab's heute, verändert, wenn ich da jetzt noch so ein Solarpanel draufsetze. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch genug hab. Quarz, Titan, okay. Können wir sofort besorgen, hoffe ich mal. Und ich denke, ich muss mal eben das hier da rein. Oh, speichern können wir auch nicht mal. Und da sind wir wieder im Spiel. Schön. Titan, ja gut, da braucht man nur zweimal, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Zweimal Titan, zweimal, also 2-2. Gut. Das sollte hinhauen. Das sollte noch im Bereich des Möglichen sein. Irgendwie. Hinaus aus der guten Stube und... So, jetzt hatten wir ja 700. Ich pfropf jetzt hier einfach nochmal eins dran. Oh ja, hallo? Mach nicht so einen Krach, bitte. Und lass deine Beutel, lass sie einfach bei dir. Zack. Schön. Da war jetzt eine kurze Einblendung, aber ich glaube, das hat sich nur auf die strukturelle Integrität bezogen. Schauen wir mal. 950, okay. Alles klar. Dann haben wir fast, also dann hätten wir locker die 1000, wenn wir da jetzt noch einen anbringen. Aber will ich gar nicht machen. Eigentlich wollte ich mal gucken. Baupläne. Wir haben ja den Prawn-Anzug. Ja, die finde ich natürlich nicht hier. Den müsste ich eigentlich in der mobilen Fahrzeugstation finden. Denn die Baupläne für den Prawn-Anzug hatten wir ja zusammen. Haben wir ja, glaube ich, hier aus der Aurora rausgeholt. Da könnten wir eigentlich auch demnächst mal wieder rein, weil ich einfach nicht weiß, was sich verändert hat. Seemotte. Gut, Zyklop. Da haben wir ja noch nicht alle Bestandteile und ich weiß nicht. Der Zyklop ist cool, so als schwimmende Unterwasserbasis. Egal. Prawn-Anzug. Da hatte ich eigentlich Bock drauf. Und ich glaube, das war ja auch das Ende irgendwie aus den alten Folgen. Ich glaube, ich habe nur einmal Aerogel. Dieses verfluchte Aerogel, da brauchen wir doch diesen Gelsack irgendwie. Und ich habe ja nun mal nur einen damals gefunden und der war halt hier in der Richtung Aurora, irgendwo in diesen Klippen. Aber ja, da bin ich nochmal hin. Ich glaube, da war ich jetzt schon wieder ein paar Mal. Aber da ist nichts mehr gespawnt. Naja. Gut, so ist das. Ich wollte aber nicht von meinem Leid klagen, sondern sagen, ja, ich habe Lust, so ein bisschen zu erkunden und naja, ich begebe mich natürlich auf die Suche nach diesem komischen Gelsack, bla bla. Aber ich melde mich dann halt, ja, direkt, wenn es was zu melden gibt. Wenn es richtig was zu melden gibt, dann gibt es auch direkt natürlich Koordinaten und unten in die Box. Ich habe gerade schon wieder irgendwelche... Zungenknoten. Ja gut, wenn ihr keine Knoten in den Fingern habt, hey, hinterlasst mir Kommentare, Tipps, Anregungen und so weiter. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns nachher.
Ja, nee, gibt nur nichts Neues. Aber ich dachte mir, ja, während ich hier auf der Suche nach Nahrung und Kupfer bin für Kupferdraht, weil ich dachte mir, ich nehme mir ein paar Bojen mit und markiere mir dann meine Gebiete. Ne? So, irgendwie. Dog-like. Und ja, da dachte ich mir, ach, wenn ich hier so unterwegs bin, kann ich euch ja doch mal ein paar Impressionen mitgeben. Ja, ihr seht, ich habe ein bisschen Durst, ein bisschen Hunger. Deswegen bin ich halt gerade ein bisschen unterwegs. Alles nur ein bisschen. Und da war sogar Kupfererz. Auch nur ein bisschen. Ja, schön. Ich habe zwei Schwebefische eingepackt. Ein Glubscher. Das sollte an Nahrung eigentlich auch reichen. Da drüben ist die Aurora. Und das Schöne ist, da wir die Reaktoren schon wieder repariert haben, haben wir gar keine Strahlung. Tyra, Freude. Ich überlege gerade, brauchen wir eventuell noch... 30 Seconds. Brauchen wir eventuell noch Samenbüschel für Schmierstoff? Müssten wir eigentlich mal schauen. So, bleibt mal schön oben. Können wir mal nachsehen. Das ist sogar eine eigene Abteilung, die Zyklop, aber wir haben... uns fehlt noch der dritte Bauplan, okay? Der Prawner. Hier, Schmiermittel. Ja, dann nehmen wir doch... Ich habe bestimmt noch Schmiermittel irgendwo in der Tasche. Aber dann nehmen wir doch direkt mal was mit. Achso, da hätten wir ja eigentlich auch direkt mal unseren Durst stillen können. Ja. Was mit dem Essen erledigen wir gleich. Weil zwei Schweber, ein Knorpelauge, das dürfte doch. Ah, das dürfte reichen. Ah, Inventar voll. Dann wollen wir hier auch nicht länger stören. Jojo. Das merke ich. Da sind wir genau bei so einem Ding, das ich so halt eigentlich von Subnautica nicht kannte und eigentlich ziemlich cool finde. Gut, jetzt haben wir Nacht. Ich habe ziemlich viele elektronische Geräte hier und ja, das Problem im Endeffekt, dass die Energie gleich weg ist und ich dann natürlich hier auch keinen Sauerstoff mehr habe. Ist ja klar, kennt ja jeder, weiß jeder. Ja, jetzt habe ich sogar nur maximal 600 Energieeinkommen. Warum, weiß ich nicht. Eben waren es noch 950. Aber ist ja auch in Ordnung. Sind noch alle da, die Paneele an. Da ist jetzt keiner vorbeigeschwommen und hat die abmontiert oder so. So Kupferdiebstahl oder so. Nee, keiner. Und da dachte ich mir, dass ich mir eventuell
vorübergehend halt diesen Bioreaktor zulege, obwohl ich damit halt aus alten, ich glaube aus der ersten Staffel, ganz am Anfang, hatte ich aber echt schlechte Erfahrungen. Also der hat wenig gebracht und viel gebraucht. Ne? Und das ist halt eine dumme Kosten-Nutzrechnung irgendwie. Ah. Was doof ist, also mit der Energie, wenn ich keine Energie mehr habe, dann kann ich natürlich auch nicht die Seemotte abdecken. Das hieße, ich müsste so schnell wie möglich, wenn ich gleich einfach mit der Seemotte unterwegs sein will, einsteigen, abdocken. Geht nicht. Welcome aboard, Captain. Wenn man doof ist. Gut. Ich steige jetzt hier mal ein und werde mich mal auf den Weg machen. Ein paar Sachen zu suchen, ihr habt ja gesehen. Essen, trinken, alles da. Und ja, ich denke, mit dem Kram komme ich durch. Und Bojen habe ich. Wenn ich irgendwas entdecke, kann ich da Bojen setzen. Jetzt schauen wir mal, dass ich mein Energieproblem irgendwie unter Kontrolle bekomme. Wir werden sehen. Gut, bis gleich. Oh, es scheint fast so, als hätte ich hier irgendwie einen interessanten Ort entdeckt. Dann werde ich doch einfach mal eine Boje hier lassen. Na komm. Ja, fein. So, dann. Wie nennen wir die? Komisches Sig. So. Dürfte uns dann angezeigt werden, wenn wir so... Ja, schön. Da unten habe ich eben sowas wie einen Shot gesehen und dabei bemerkt, dass ich wohl vergessen habe, mal kurz den Druckkompensator rauszunehmen und wieder reinzusetzen, damit die zerstörungsfreie Tiefe wieder auf 500 Meter ist. Der Bug ist nicht immer da, aber der kommt dann schon mal vor und... Naja, ist also... Na, schnell raus hier, ich muss weg! hatte ich dabei, oder? Nee, gut, dann anstatt der Boje. Achso, ja, muss man erst dahin. Dann kann man hier so machen, dann geht das. Anstatt der Boje haben wir jetzt unser Reparaturwerkzeug. Nein! Das Reparaturwerkzeug. So. Die Boje mit der aussagekräftigen Beschriftung komisch, sick, ist auch vorhanden. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal da runter. Steigen wir mal ab. Ui, ui. Drehbogen, Übelwert. Aber hier, da. Da habe ich was gesehen.
sehr interessant. Bam, bam, bam. Was ist denn das? Das ist doch so eine... Schon da Wasser rein, da Wasser raus. Und ich meine, so eine Pumpe? Warum ist hier eine Pumpe? Was geht hier ab? Super seltsam. Also da traue ich mich jetzt nicht so ganz dran. Ich speichere mal eben ganz, ganz fix. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwas scannen können oder so. Oh ja. Fremdes Leitungssystem. Okay. Jetzt haben wir eine Info darüber. Schön. Okay. Wo ist das fremde Leitungssystem? Gut, gut. Koordinaten sind notiert, sind wie immer unten in der Beschreibung zu finden. Und ich guck mal weiter. Ja, gut, ich denke, ist jetzt nicht weit entfernt vom Leitungssystem. Ein bisschen tiefer. Weiß nicht, was das ist. Schauen wir uns mal an. Zyklop-Triebwerksfragment. Ja, cool. Welcome aboard, Captain. Ja, cool. Zyklop-Triebwerksfragment. Koordinaten noch eintragen. Ja, bis gleich. Ach, ich schaue gerade hier hin und denke mir, also, ich habe mir die Koordinaten notiert, aber ich glaube, ich muss gleich nochmal neue Koordinaten aufschreiben von einem ziemlich großen Wrack in, ja, mittlerer Tiefe. Cool. Ist jetzt gar nicht so weit entfernt von meiner Basis und so? Ja gut, 1,5 Kilometer. Aber das ist keine Entfernung, also. Das schwimmt ja sogar ein alter Mann wie ich, mal so eben. Also, virtuell. Jetzt nicht so im Real Life. Das muss nicht sein, nee. Ups. So. Mal meine kleinen Flugkünstchen hier. Was ist das denn? Das sieht nicht aus wie Salz. Lithium. Das liegt hier einfach mal so rum, das Lithium. Das ist... Cool. So, direkt mal schauen, ob wir irgendwas, Basaltablagerung. Ja, könnten wir eigentlich auch mal scannen. Ich glaube, dann wird uns vorher schon, angekündigt, was drin ist. Obwohl, na, vielleicht ist es auch nur so ein Wunschtraum. Achso. Ich dachte gerade, was ist denn das für ein Messer? Na gut. Ein bisschen groß gewesen. Gold. Naja, gut. Nichts für zum Scannen. Lithium. Das nehmen wir natürlich mit. Schon okay. Gut, keine neuen Bauteile. Obwohl, das da fast macht, das ist ein Stein. Ich sollte vielleicht mal für bessere Beleuchtung sorgen. Zack. Aha. Gut, das wird sich hier wohl lohnen zu ertauchen. Kommt mir aber trotzdem... bekannt vor, so aus alten Zeiten. So, ne? Als alter Veteran kommen einem solche doch recht speziellen Gebilde bekannt vor, auf jeden Fall. Ja, komm, die wollen wir mal. Ach, schon wieder Gold. Nun Gold. Na dann. So, die können wir bestimmt öffnen, irgendwie. Oder wir haben hier sogar noch so ein Lüftungsding. Oh, die können wir gar nicht öffnen. Ich finde das auch sehr schön, dass er... Ich weiß ja nicht, ob es jetzt die endgültige Entscheidung ist mit dem nicht mehr Stacken der Sauerstoffvorräte, der Flaschen. Schon wieder Gold. Aber ich finde das eigentlich begrüßenswert, wenn man die jetzt nicht, wenn man sich jetzt nicht das Inventar zu kleistern kann mit... Sauerstoffflaschen dann zwar halt nicht mehr viel tragen kann
Okay, machen wir. Ach, schon wieder Gold. Und man dann halt, ja, quasi unendlich tauchen kann, weil man ja so viel Luft dabei hat. Nö, ich finde das so besser. Ein Slot, eine verbesserbare Sauerstoffflasche und dann hat man wenigstens immer so ein bisschen diesen fiesen Zeitdruck im Nacken. Uah. Und diese komischen Viecher, die hat man auch immer. Dehydration detected. Ich krisch richtig Durst. Du esst. Dann wollen wir doch mal eben was dagegen tun. Vital signs stabilizing. Und, oh, ich dachte, ich hätte noch einen Frischfisch dabei. Ja, müssen wir gleich noch einen schnappen. Da, die Tür kriege ich auf. Gut. Sorgen wir für vernünftige Beleuchtung in der richtigen Höhe. In einer stabilen Umlaufbahn kehren wir ein. Und sollten eventuell noch den Laserschneider mitnehmen. Da ist er. Den legen wir mal auf die 5. Ups, der lag schon. Oh, kluges Spiel. Jetzt kann man die Gedanken lesen. Oh. So, versiegelte Türe. Aufschneiden führt zum Öffnen. Na gut, vielleicht finde ich ja sogar einen Energieriegel oder so. Gut. Mal eben einen kleinen. Ach, das war alles. Ja, ja, Braun-Anzug. Komm mit Titan. Obwohl, nee, Torpedoarm. Wurfarm. Also, Wurfhaken. Also, jetzt der. Wie beim Robby. Das ist doch eine Modifizierung. Ah ja, Datenterminal. Okay, Daten herunterladen. Bitte befolgen Sie das Sicherheitsprotokoll CSB 21 vor dem Umgang mit der geheime Fracht. Jetzt hätte ich mich aber fast verschluckt. Geheime Fracht, habt ihr das gelesen? Geheim. Eine geheime Fracht verbirgt sich in diesem Ding hier. Ja. Nur welche? Das wissen wir jetzt noch nicht. Und ich würde sagen, das werden wir auch erst in der nächsten Folge herausbekommen, weil ihr hört ja gerade wieder, sie holen mich ab. Sie holen mich ab. Nein, ich will nicht gehen. Nein, ah. Ja, gut. Hier ist eure freundliche Polizei. Und der komische Typ, der hier die ganze Zeit gelabert hat, der ist jetzt weg. Ja, ihr Lieben. Ich würde sagen, das machen wir wirklich in der nächsten Folge. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Wie gesagt, Koordinaten und so weiter, kommt alles unten in die Box. Euer John. Die Fool und tschüss.